können wie die Vögel, war seit Menschengedenken ein sehnlicher Wunsch der Bewohner dieser Erde. So sickert bereits in der griechischen Mythologie der Traum vom Fliegen durch. Mittels eines selbst hergestellten Federkleides drehten der Überlieferung nach Daedalos und Ikaros ihre Kreise am Himmelszelt. Der etwas übermütige Ikaros, fasziniert vom Fliegen, soll allerdings die Warnungen seines Vaters missachtet haben. Die zunehmende Nähe zur Sonne brachte schließlich das Wachs, welches die Federn zusammenhielt, zum Schmelzen. Ikaros verunglückte der antiken Sage nach tödlich. Verwertbare Erkenntnisse für die empirische Flugforschung brachte erst das ausklingende Mittelalter unter dem Universalgenie Leonardo da Vinci zum Vorschein. Dennoch blieb es der Menschheit noch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts verwehrt, weitere Strecken in der Luft zurückzulegen. Den Grundstein für die rasante Entwicklung der Luftfahrt legten die Gebrüder Wright. Ihnen und vielen anderen Pionieren der Luftfahrt ist es zu verdanken, dass heutzutage eine bunte Vielfalt an Flugobjekten den Luftraum schmückt. Wenn man sich vorstellt, dass der Ikarus es schon probiert hat und wahrscheinlich alle Völker der Welt von Anbeginn an haben geträumt, sich in die Lüfte heben zu können wie Vögel. Ich glaube, wir wissen das gar nicht zu schätzen, dass das in unserer Generation möglich geworden ist. Noch dazu so sicher durch die Lüfte gleiten zu können, wie heute ein Drachen es ist. Es hat natürlich zu meiner Anfangszeit, 74, 75, einige Verluste gegeben, einige Opfer gegeben. Ich habe Freunde verloren, aber ich glaube, jede Pionierzeit ist durch viele menschliche Opfer eigentlich gekennzeichnet. Und wir haben es diesen Pionieren zu verdanken, dass wir heute so locker und so frei fliegen können. Und der ewige Traum der Menschheit ist eben in Erfüllung gegangen, Gott sei gedankt. Ein besonderer Augenschmaus bei der Eheshow in St. Taufers war der Überflug des historischen Doppeldeckers Bücker Jungmann. Hinter dessen Steuer saß der Bruder des Falkenclub-Präsidenten Erwin Außerhofer. Seine Passion zum Abheben begann Erzählungen zufolge bereits in früher Kindheit mit einem Sprung, und zwar mit dem Sonnenschirm vom Dach. Wie viele Piloten beschäftigte auch er sich in seiner Jugend mit dem Bau von Modellflugzeugen. Dieses fliegerische Abenteuer vom Boden aus übt allerdings nach wie vor eine große Faszination auf viele Flugbegeisterte aus. Ein fixer Bestandteil der Airshow waren auch die imposanten Flugeinlagen der Modellfluggruppe Bronek. Für dessen Präsidenten Peter Adam ist Fliegen weit mehr als nur ein simples Hobby. Modellfliegen sehe ich viel härter fliegen als mit den richtigen, weil man muss auf dem Boden sein und man muss die Gefühle, was man beim Fliegen sich selber in der Hand hat, muss man das durch die Fernsteuerung, muss man das alles kombinieren. Die Modellfluggruppe Bronek besteht bereits seit den 50er Jahren. Rund 60 Mitglieder aus allen Altersstufen teilen dort ihre Freude am stundenlangen Töfteln und Fachsimpeln, aber natürlich auch am ferngesteuerten Erklimmen der Lüfte. Einer der besten Modellflugpiloten des Clubs ist Luca Niederkofler. Eindrucksvoll stellte er bei der Flugshow unter Beweis, dass durch einen gekonnten Umgang mit den kleinen Steuerknüppeln das Unmögliche möglich werden kann. Etwas größer hingegen, aber bestimmt nichts für Personen mit Platzangst, sind die sogenannten Ultralights. Charakteristisch ist ihr geringes Gewicht. In den letzten Jahren ist es wahrlich zu einem Boom in der Ultraleichtfliegerei gekommen. Viele dieser Ein- und Zweisitzer fanden den Weg nach Taufers. Zur Kategorie Flugdrachen zählt der Starrflügler vom mehrfachen Weltmeister im Drachenfliegen Manfred Rohmer.
Applaus für Manfred Kummer! Super macht er es! Das ist eigentlich Hängegleite. Ich kann damit unmotorisiert vom Berg starten. Es ist einfach das Beste, was derzeit der Markt bietet. Es ist von der Bauweise her wie ein Segelflugzeug, aber eben auch ganz auf leicht. Und das gibt es dann noch mit Motorisierung und ich habe den elektrifiziert. Das heißt, ich habe da einen Elektromotor rein. Akkus, das ist im Prinzip so wie bei den kleinen Modellfliegern. Das ist ja nach wie vor eins meiner Hobbys. Aber halt dann eben ein bisschen größer und dann kann man halt selbst damit fliegen. Um doch einiges lauter hörten sich hingegen die Motoren der historischen Motorsegler Fournier RF4 und RF5 an. Die Flugvorführung der Akrobatikstaffel Blue Voltage beruhte auf einem sehr eng gehaltenen Formationsflug mit harmonischen Figuren, ein echter Balletttanz in der Luft. Solche Bilder inmitten der traumhaften Kulisse erleben zu können, dürfte nun wohl endgültig der Vergangenheit angehören. Alle 5 Jahre fand sie statt, doch nun scheint es mit den Flügeln der Welt definitiv vorbei zu sein. Zu groß sei der organisatorische Aufwand, eine Flugveranstaltung dieses Ausmaßes auf die Beine zu stellen, so der Veranstalter gegenüber Manfred Feichter von SDF. Unser Aufwand ist einfach freizeitmäßig kaum mehr zu bewältigen. Die mitreißende Airshow in Sandentaufers vermochte es, die Grenzen der Vorstellungskraft vieler Besucher zu überschreiten. Umgangssprachlicher Ausdruck, nur fliegen ist schöner, wurde seiner Bedeutung wahrlich gerecht. Bildern verabschiede ich mich bei Ihnen. Danke fürs Zusehen. Eine neue Ausgabe von Südtirol Kultur gibt es wie gewohnt wieder am Freitag ab 19:20 Uhr. Auf Wiedersehen.